herzlich willkommen beim Brick Creek. Heute endlich mit dem Review zu Xinyu's YC20008, ihrem Music Store, Music Shop aus ihrer Modular Street Cape Serie. 3005 fantastische Teile und hier ist er, der Musikladen. Ein Sticker habe ich vergessen, hier oben. Irgendwo gehört der noch da rein. Es ist überschaulich, es geht. Drucke wäre natürlich schöner gewesen, aber okay. Anleitung von hinten. Die Anleitung ist absolut in Ordnung. Wer schon mal eine Anleitung von Moldking oder Xinyu in den Händen gehabt hat, wird damit kein Problem haben. So, jetzt drehen wir es euch mal. Ja, das Set hier, ich habe es beim Aufbau schon erwähnt, das habe ich von Xinyu als Rezessionsset zugeschickt bekommen. Die haben mich kontaktiert und mir zwei Sets geschickt. Ne? Eins mal den Musicladen hier und das andere mal war der Bulldozer. Nichtsdestotrotz, wer es haben will, soll sich bei mir melden. Ich werde es trotzdem günstig verkaufen. Es passt bei mir nicht mehr rein. Ich habe schon zu viele Gebäude in Sand grün. Es fällt wirklich auf. Okay, das nur. Ne? Also wer es haben will, soll sich bei mir melden. Alle anderen, die es interessiert, wer dann eventuell zu spät kommt für meins, Link wie immer in der Beschreibung zu The World of Building Blocks, wo ihr das für einen günstigen Preis haben könnt. Also im Moment, die Preise bei Your World of Building Blocks, das sind jetzt die Preise mit DHL und den 9 Zoll Gebühren eingepreist. Ja? Also für alle, die sich da wundern, die Preise sind aktualisiert und mit den aktuellen DHL Zollpreisen, die ihr zahlen müsst. Das ist alles schon einkalkuliert. Okay, so, wir haben drei Stockwerke, gucken wir uns dann auch gleich Stück für Stück an. Wir hatten 6 Minifiguren dabei, die habt ihr schon gesehen in den Fotos am Anfang. Den kleinen Film, den ich habe durchlaufen lassen, da denke ich, habt ihr gut das Haus gesehen und die Minifiguren. Okay, wir gucken trotzdem nochmal rein. So, Anleitung absolut in Ordnung, kann man nichts sagen. Kann man gut danach bauen, gibt es keine Fragen, ja, nichts. Fehlteile hatte ich keine, Teilequalität ist sehr gut. Die Fliesen sind etwas besser als von der chinesischen Konkurrenz, also die sind kaum noch matt, die gehen wirklich Richtung Lego langsam, auch von Moldking, die Fliesen werden besser. Die Fenster, die kleinen und so weiter, sind alle ganz sauber, die werden auch nicht einzeln verpackt. Die großen, die Glassteine und die Türen, glaube ich, irgendwo sind noch eine Glastür, glaube ich, ach guck mal, ich habe es hinten sogar noch auf. Die sind absolut auch okay vom Kratzfaktor, Milchigkeit und allem. Kann man nichts sagen. Auch auf den großen Teilen, hier oben und so weiter, keine Kratzer. Von daher alles in Ordnung. So, bevor wir in die Detailaufnahme gehen, sage ich jetzt noch mal kurz, was mir am Gebäude nicht gefallen hat. Und zum Schluss dann eigentlich, was mir gefallen hat. Also was mir nicht so gut gefallen hat, ist die grellgrüne Baseplate. Normalerweise tausche ich die. Hier habe ich sie nicht getauscht, hat mich geärgert. Allein schon, weil man das hier so wirklich brutal durchschimmern sieht und hier. Ist aber eine Kleinigkeit, an der bin ich ja selber schuld. Was ich nicht ganz so mag, sind die bunten Aufkleber hier. Aber die kann man ja weglassen. Ich denke, dann sieht es ein Tick besser aus. Auch das goldene Blatt kann man weglassen. Das Music würde ich lassen, die Bausteine oben drüber, die bunten, die kann man einfach weglassen. Ja, und dann sieht es auch nicht mehr ganz so bunt aus. Das lässt sich relativ gut umbauen, ohne Probleme. Einfach oberen Steine weglassen, das Musikschild hält auch so perfekt. Die Gitarre würde ich lassen, aber die bunten Steine weg, die Aufkleber weg und vielleicht noch, also ich kann mit dem Gold hier oben und da noch drin leben, aber hier ist es mir dann doch deutlich zu viel übers Geländer. Aber die paar Fliesen und Zaunteile und die hier in einer anderen Farbe. Ich denke, die kriegt er meiner Brickling-Bestellung für 10 Euro obendrauf. Und dann ist das Haus immer noch günstig und sieht dann doch nochmal absolut einen Ticken besser aus. Was ich schön finde, ist eben, dass es teilweise öffentlich ist. Werden wir uns gleich angucken in den einzelnen Stockwerken. Das ist eine nette Idee immer. Und dass man es nicht sieht, dass es öffentlich ist. Das finde ich auch immer gut. Ja, dass es eine Überraschung ist. Okay, dann gehen wir mal in die einzelnen Stockwerke rein, fangen unten an und arbeiten uns nach oben durch. Ja, da haben wir das Erdgeschoss offen.
Was ich richtig cool finde an dem, es ist nicht so zugeballert. Ja? So, manche Modulas sind einfach auch gerade von den Fans. Lego gibt sich da ja Mühe, es nicht so zuzuballern. Manche Lego-Fans denken, boah, ich muss da reinbauen, Detailgrad ohne Ende. Hat man hier nicht. Ja. Man hat auch hier noch nicht allzu viele Einserfliesen, die kommen dann später oben, sodass der Boden hier auch noch recht gefliest ist. Ich mag das. Ja. Wir haben hier eine schöne Wurlitzer 60er Jahre Box, hinten eine kleine Ecke, wo man sitzen kann. Kleines Foto hier. Wer mehr sehen will, Aufbau wie immer. Kleine Plattenspieler, oben Ghetto Blaster, hier hinten die neuesten Scheiben, Verkaufsecke. Und was ich richtig cool finde, ist schon eben auch das klassische Bar-Piano da oben. Ein schöner, aufgeräumter Floor. Ich mag auch die Treppe, wie sie dreistufig, grün, weiß, braun ist. Absolut in Ordnung. Die Platten unten hier, die sind alle mit per Aufkleber gelöst. Und hier noch der Gag. Man kann es aufmachen und sie haben sogar die Treppe integriert. Also wirklich gut gemachtes Design. Wir haben schön viel Platz. Man könnte spielen. Hier ist es jetzt zum Spielen nicht so wirklich geeignet. Aber ich finde es nett, dass man da reingucken kann. Und klar, dass man so aufmachen kann wie alle Modulas. Sollte mittlerweile eigentlich fast selbstverständlich sein. Hier ist es allerdings zweiteilig. Ja, das war nur ein Stuhl. Ihr seht ja, hier haben wir einen eigenen kleinen Teil dafür. Und den Baum haben wir kurz entfernt, damit man ein bisschen besser sieht. Und hier seht ihr auch von hinten, ihr könnt es sein, ganz leicht lösen. Ihr könnt die Gitarre ganz leicht lösen. Und dann könnt ihr entweder das Musikschild ganz wegmachen oder umbauen oder was ihr wollt. Okay, gehen wir in den nächsten Floor. Ach ja, ich finde den noch schön hier. Music Store, der Aufkleber auf der Tür da unten. Ne? Okay. Nächstes Stockwerk. Haben wir ein kleines Schlagzeug. Gitarren an der Wand, auch schön, drei verschiedene. Ja. Akustikgitarre, Stratofender und die Flying V Metal Gitarre der 80er. Lange Haare brauchte der Mettler, enge Hosen und eine Kutte. Und das von mir gehassteste Instrument der Welt, die Hammond-Orgel. Hat mir schon so viele Doors-Songs, die ich im Prinzip mögen möchte, verhagelt, wenn die Hammond-Orgel zu arg ist. Gut, das ist Geschmackssache. Ich finde auch nett, wie das Schlagzeug gebaut ist. Treppe nach oben. Ja, das Fliesenlegen hier ist anstrengend. So kriegt man auch 3000 Teile zusammen, indem man 300 einzelne Fliesen reinpackt. Na gut. Es hat natürlich auch was, muss man schon sagen, ja. So ein kleinkariertes Muster. Und auch hier lässt sich's wieder öffnen. Und das oberste Geschoss. Da haben wir hinten eine kleine Ecke. Seht ihr das? Ja. Muss mal gucken, ob man das hier... Ne, kann man nicht gut abnehmen. Lässt sich gut bauen, aber nicht gut abnehmen. Ja, haben wir hier hinten eine kleine Ecke. Ja. Und auch hier wieder einser Fliesenmuster. Und viel, viel Platz. Ja, hier oben kann jemand... Was natürlich hier total nicht passt, ist, die Couch steht nicht zu den Boxen. Ja, gut. So kann man drauf liegen, dann hört man auch gut Stereo. Aber im Sitzen ist es die falsche Position. Ich finde die Vorhänge auch ganz gelungen. Und hier gilt auch... Ach, guck mal, da schmeißt er noch die Eiskugeln rum. Aber kein Review von Brick Freak ohne das, was abfällt. Ja, ich muss mir ja auch irgendwo treu bleiben. Und so sieht es dann geöffnet aus. Wenn wir gerade dabei sind, zeige ich euch noch das, was oben drauf kommt. Da brauchen wir keinen extra Take machen. Das Dachgeschoss. Ich finde es sehr schön mit dem Mudguard, mit dem Kotflügel aus der Technikserie. Schön vollgestopft. Aber unten auch nochmal alles gefliest. Sogar der Dachboden. Alles gefliest. Und der andere Teil, der kleine, zum Aufmachen auch hier. Ja, ein bisschen zu hoch gehalten. Okay, gut, jetzt haben wir das Haus angeguckt. Kommen wir zum Fazit. Ja, dann kommen wir mal zum Fazit. Also da ich jetzt nicht weiß, dass es auf einem Mock beruht, wenn es eine Eigenentwicklung ist von Xinyu. Wenn, dann machen wir es richtig zu. Ah, und wieder die Eistüte, gell? Also, heieiei, aber wie gesagt, kein Review ohne, dass was abfällt. So, Fazit.
Also, eine Eigenentwicklung. Xinyu ist ja auch noch gar nicht lange auf dem Markt. Also, so viel ich weiß, eine Eigenentwicklung. Wer was anderes weiß, sofort unten rein. Ja, also möchte nichts Falsches erzählen. Aber gehen wir davon aus, es stimmt, es ist eine Eigenentwicklung. Es ist eins ihrer ersten Modulars, dafür ist es sehr gelungen. Es sind keine Baufehler drin. Man kommt immer in die anderen Räume rein. Es ist nicht zugestellt. Es ist nicht flimsy, dass es zerfällt oder die Bautechniken nicht gut sind. Es hält auch, ne, wunderbar gemacht. Alles ist gecovert, lässt sich gut bauen. Wir haben viel Platz innen drin. Ich finde, wir haben von außen bis auf das Gold hier am Rand eine durchaus schöne gelungene Farbkombination. Weiß, Grau, Dark Blue, Sand Green, wunderbar. Die kleinen Mängel, die es hat in meinen Augen, wie das Gold und das hier, lassen sich sofort beheben. Hier 5 € für neue Teile und das macht man einfach weg. Die Aufkleber macht man einfach weg und dann ist es ein wirklich schönes Gebäude. Gerade wer den Greengrocer oder irgendwas anderes in Sandgrün nicht hat, aber Sandgrün in seiner Stadt haben will, finde ich, ist das hier echt absolut in Ordnung. Qualitativ absolut in Ordnung. Hier gibt es nichts zu mängeln. Es war, also ich weiß es immer noch nicht genau, entweder ist in der Anleitung ein Fehler oder ich hatte einen Baufehler, aber eins der Etagen hat nach dem Bauen, so wie es war, nicht aufs andere gepasst. Da war unten eine Platte im Weg, die habe ich weggemacht und die eine versetzt. Dann geht's. Generell muss ich sagen, das ist das Modular mit, was am leichtesten zusammenzusetzen geht. Also die oberen Stockwerke passen immer genau, ohne Spannung, ohne alles. Da poppt nichts hoch. Wir wissen, dass es oft anders ist bei den Modulars, dass wir irgendwo Spannung drauf haben. Hier überhaupt nicht. Auch die Platten verziehen sich nicht und dadurch, dass es nicht mit großen Platten die einzelnen Stockwerke, die Zwischenstockwerke gebaut werden und befließt, baut sich auch gar keine Spannung groß auf. Also von daher haben sie wirklich alles richtig gemacht. Wie gesagt, auf zu bunt, das Gold weg und die grüne Platte, dann ist es ein richtig cooles Modular und so ist es auch ein echt gutes Modular. Na, also von mir aus eine klare Kaufempfehlung, wem es gefällt. Vom Set her macht er absolut nichts falsch. Ihr werdet euch nicht ärgern über das, was ihr bekommt, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht. Die Minifiguren sind absolut in Ordnung. Guter mittlerer Qualitätsstandard. Also von der Qualität sind sie sehr gut, aber jetzt vom Aussehen her absolut schlichte Minifiguren. Aber kann man ja auch nie genug in seiner Stadt haben. So, gut, das soll es gewesen sein. Wer Fragen hat, schreibt sie mir in die Kommentare. Wer das Gebäude hat und irgendwie andersweitig was zu sagen hat dazu, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin immer froh. Generell, ich habe schon gemerkt, das letzte halbe Jahr, ich habe wenig zu Kommentaren aufgerufen und Daumen nach oben. Und ich bin im Algorithmus durchgerutscht wie die Sau. Ich bin normal keiner, der sagt Daumen nach oben und so weiter. Oder recht selten, ja. Aber ich mache es jetzt hier dann doch nochmal. Also wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, weil dieser blöde YouTube-Algorithmus wirklich darauf aufbaut. Ich bin nämlich von den Zahlen her, obwohl die Sets ja nicht schlechter wurden, die ich gezeigt habe, von den Aufrufzahlen her doch deutlich nach unten gegangen. Und ja, nur mal so ein kleines persönlicher Aufruf am Ende. Also gut, wie gesagt, ich finde es absolut in Ordnung. Was zu meckern ist, ist schnell umgebaut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir eure Meinung rein. Ich bin gespannt. Und als nächstes kommt dann das Review vom Bulldozer. Und dann geht es auch schon an das 10.000 Abonnenten-Special Raumschiff, den Old Republic Cruiser. Bye bye.